Ich bin auch Lehrer. Pädagoge, Pädagogos, altgriechisch, Knabenführer heißt das. Da war von Mädchen in die Bildung noch gar keine Rede. Wenn zu mir die Schüler gekommen sind, gesagt haben, hey Lehrer, ist die Computer kaputt, was soll ich machen? Sag ich, gehst du zum Mediamarkt, besorgst den neuen, lass ihn nicht erwischen. Und es ist, wir müssen die Kinder... Nicht, wir müssen die Kinder da abholen, wo sie sind. Verstehen Sie? Nicht, und manchmal gab es auch Schwierigkeiten, wenn sie gesagt haben, hey Lehrer, was soll ich machen? Ich sag, sprich mal normal. Es heißt nicht ich, es heißt ich. Hey, gut, sag ich, ich. Dann sage ich, das ist auch falsch. Nur weil dich die Grünen unter Naturschutz gestellt haben, heißt das doch lange nicht, dass das gut für dich ist. Nicht, also, hey, bist du voll die Nazi, hast du keinen Respekt vor mir? Hey, was soll das? Ja? Ey, verstehst du, du bist voll die Nazi, ich hab den Migrationshintergrund, hey. Sag ich, hey, pass mal auf, Alte. Den hab ich auch. Ja, das ist, also ich bin ja Schlesier, ich bin doch gar nicht von hier. Ich komme aus Oberschlesien, ich komme aus Boblowitz. Boblowitz, es liegt zwischen Holleschitz und Machowitz. Das ist Richtung Dirchowitz, Wejowitz, also praktisch Augsburg, bulgarisch-böhmisches Grenzgebiet. Da komme ich her. Ja, ich bin Schlesier. Hey, Alter, was ist Schlesier? Sag ich, Schlesier ist im Prinzip sowas wie Palästinenser. Also nur nicht so gut alimentiert, nicht so gut bewaffnet. Der Schlesier! Ich bitte Sie! Ladies and Germanies! Der Schlesier neigt nicht zur Gewalt, der Schlesier neigt zum Fleiß. Der Schlesier arbeitet, es geht nur um die Arbeit und nicht studieren und sowas. Nur im Schweiße des Angesichts. Seine Brosamen verdienen, so gefällt's dem Herrn, so spricht der Schlesier. Ich habe wegen meiner Geburt, hab ich schon mal aus der Nabelschnur die erste Mütze gehäkelt. Wenn Schlesier sterben, werden sie mit Werkzeug beerdigt. Man weiß doch nicht, was los ist oben im Paradies. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kenne ja eine Inderin, Frau Rashpranvrati Sasahara. Die hat so eine Reset-Taste zwischen den Augen. Haben viele Inder. Und die hat mir gesagt, die Schlesier im Paradies stehen eine Stunde vor Gott auf. Jawohl. Und wenn Gott kommt, machen die Schlesier so. So.